Insights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1. Hallo, liebe Pinterest-Freunde. Es gibt eine neue Episode und ihr verbringt jetzt die nächsten 10 bis 15 Minuten mit mir, Nathalie Stark von Scana Media. Und in dieser Folge erkläre ich dir, warum du Bilder für Pinterest optimieren solltest, um sie dann danach zu verstecken. Hört sich das jetzt nachvollziehbar für dich an? Jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber gleich. Erstmal ist es wichtig zu erklären, wo du dein Bild überhaupt versteckst. Und das ist jetzt nicht auf Pinterest selbst, sondern auf deinem Blog. Es geht also um Bilder auf deinem Blog und dass sie dafür optimiert werden, wenn ein Besucher auf deiner Seite ist und sich einen deiner Artikel auf Pinterest merken möchte, dass er dann ein schönes Bild zum Pinnen zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass du diese Bilder so in deinem Blog platzierst, ohne dein Blogdesign zu zerstören. Warum jetzt Blogdesign zerstören? Ein Pinterest-optimiertes Bild ist ja immer im Hochformat gestaltet. Und im Blog sind die Bilder aber meistens im Querformat. Und da kann eben so ein Hochformat schnell mal das Design zerschießen oder es etwas weniger harmonisch wirken lassen. Ja, und warum sich überhaupt die Mühe machen und Pinterest-optimierte Bilder einpflegen? Du könntest sie ja auch direkt auf Pinterest hochladen. Das stimmt und das würde ich dir auch empfehlen, also dass du deine Pins, natürlich deine optimierten Pins, ganz normal hochlädst. Aber die Bilder, die du in deinem Blog hinterlegst, sind für die Nutzer gedacht, die sich einen deiner Artikel gerne auf einem ihrer Pinterest-Boards merken möchten, die sich aber in dem Moment gar nicht auf Pinterest bewegen, sondern die bewegen sich auf deinem Blog und würden sich das gerne merken. Ja, und da Pinterest eine visuelle Plattform ist, werden Bilder, die optisch ansprechend, also sehr ansprechend aussehen, eben viel eher vom Blog auf Pinterest gemerkt. Es lohnt sich also, hier Zeit zu investieren. Wie du den perfekten Pin erstellst, das haben wir schon in einer Episode erklärt. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Es war eine der ersten Episoden, 3 oder 4, glaube ich. Und solltest du, was das Pin-Design angeht, jetzt noch ganz am Anfang stehen, dann hör dir diese Folge auf jeden Fall an. Aber ich fasse dir auch nochmal so die allerwichtigsten Sachen zum Pin-Design jetzt auch in dieser Folge nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar ist es wichtig, dass du einen guten Kontrast zum Hintergrund hast, also für die Lesbarkeit, dass deine Schriftgröße schön groß und klar ist und man nicht so irgendwie die Augen zusammenkneifen muss oder sich total anstrengen muss, um den Pin zu lesen oder die Pin-Überschrift zu lesen. Vermeide auch am besten Schreibschrift, es sei denn, es ist eine wirklich sehr, sehr klare Schreibschrift. Weil auch hier hat das Auge Schwierigkeiten, die schnell zu erfassen. Und du musst dir vorstellen, dass dein Pin ja in einer Masse von anderen Pins erscheint. Ne? Wenn du jetzt deine Pins in Canva erstellst, dann guck sie dir immer mal auf der Größe von 25% an. Das ist ungefähr die Größe, wie dein Pin angezeigt wird, dann auch im Feed. Und da solltest du dann deine Schrift sehr gut und schnell erfassen können. Spiele auch mit den Schriftstärken innerhalb einer Pin-Überschrift. Also hebe zum Beispiel einzelne Worte durch Fettungen hervor. So kannst du das Auge des Nutzers lenken und zwar dahin, wo es hinschauen soll. Und wichtig ist auch, auf ein harmonisches Farbzusammenspiel zu achten. Und das natürlich im Zusammenhang mit deinem Corporate Design. Also Farben, Schriften, Logo, URL für den Wiedererkennungswert und natürlich für dein Branding. Und in den Headlines kannst du auch oder solltest du auch Keywords verwenden. Auch wenn diese Keywords nicht SEO-mäßig greifen, sage ich mal. Also wenn jetzt der Nutzer etwas in der Suche eingibt, dann kommt dein Pin nicht aufgrund des Keywords, das du in die Headline schreibst, weil das ist ja im Bild drin und nicht in der Pin-Beschreibung. Aber trotzdem assoziiert der Nutzer ja dann schon direkt mit diesem Keyword, ach, dieser Pin, der könnte für mich passen, weil er hat dieses Keyword ja dann auch in die Suche eingegeben. Deswegen ist es auch sinnvoll, Keywords immer auch in der Pin-Headline, also in der Grafik zu platzieren.
So, zum Pin-Design gibt es eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen und zu erzählen. Das war jetzt mal das Wichtigste zusammengefasst, denn in dieser Folge geht es ja jetzt um was anderes. So, du hast also dein Bild erstellt und dann benennst du es erstmal sinnvoll zum Artikel passend mit 1 bis 2 relevanten Keywords. Und das Bild benennen, damit meine ich, dass es nicht irgendwie heißt 1, 2, FG, 5, 8 JPEG oder PNG, sondern dass du es dann zum Beispiel nennst Frühlingsmode oder Weihnachtsplätzchen, was auch immer dein auf deinem Pin abgebildet ist oder was auch um was auch immer es in deinem Blogartikel geht. Ja? So, das benennst du erstmal um und dann lädst du es hoch in deinem Blog und füllst dann folgende Felder aus. Einmal den Titel von dem Bild. Da kannst du im Grunde den Titel deines Blogartikels eingeben. Dann füllst du die Altbeschreibung aus. Wenn du dich schon so ein bisschen mit SEO für deinen Blog beschäftigt hast, dann ist dir das sowieso klar. Und da packst du dann dein Keyword rein. Und dann die SEO-Optimierung. Wenn du ein Plugin nutzt, wie zum Beispiel Yoast SEO, wenn du das installiert hast, dann nimmt Pinterest den Textvorschlag aus diesem SEO-Plugin. Deshalb denk auf jeden Fall auch daran, dass du dort einen aussagekräftigen Text in der Social-Media-Sektion dieses Plugins integriert hast. Und es gibt nun mehrere Möglichkeiten, dein Bild einzufügen und zu verstecken. Und ich stelle dir mal 3 Stück davon vor. Zum einen geht das über den HTML-Code. Du fügst hierbei dem HTML-Code deiner Website und dem Bildcode manuell einen zusätzlichen Code hinzu. Das bedeutet, dass dein Bild mit dem Div-Style, also Display None, gepinnt werden kann, aber in deinem Beitrag selbst nicht zu sehen ist. Such dir in deinem HTML-Code also das Bild raus, das du verstecken möchtest, also den Code von diesem Bild, und dann schreibst du vor diesem Bildcode dann Div-Style, Display None und am Ende nochmal Div. Das ist jetzt über Audio ein bisschen ungünstig und ich diktiere dir das jetzt auch nicht im Detail, diesen Code-Schnipsel, sondern ich packe den einfach in die Shownotes und da kannst du ihn dir dann rauskopieren. Und ich werde da auch ein Beispiel hinzufügen, wie der Code mit und ohne diesem Schnipsel aussieht, also dieser Bildcode, weil dann kannst du das ganz gut vergleichen. Und gut zu wissen ist auch, man sieht das Bild zwar nicht direkt auf deiner Website, aber dennoch wird es im Hintergrund geladen. Und dadurch hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Performance deiner Seite. Also gegebenenfalls macht es deine Seite jetzt nicht unbedingt schneller, ne, wenn dann noch weitere Bilder im Hintergrund geladen werden. Und wenn du jetzt schon die Krise bekommst beim Gedanken, in deinem HTML-Code herumzudoktern, dann gibst du es entweder an deinen Website-Admin, das wäre die einfachste Lösung. Und wenn du alles selbst machst und dir diese Variante jetzt nicht besonders sympathisch ist, dann kannst du es auch mit einem Plugin versuchen. Und somit kommen wir dann auch schon zu Möglichkeit Nummer 2, die Plugins. Es gibt unterschiedliche Social Sharing Plugins. Ich stelle dir mal 3 Stück vor. Das ist Sharif, Tastypin oder auch Easy Social Share Buttons. Das ist das dritte Plugin. Und ich schreibe dir die alle 3 auch in die Shownotes. Und mit allen 3 Plugins lässt sich immer ein Bild auswählen, das dann für Pinterest im Hintergrund versteckt zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, du kannst für jeden Artikel festlegen, welches Bild zu Pinterest soll, ohne dass dieses Bild dann extra im Artikel auftauchen muss. Jedes dieser 3 Plugins funktioniert natürlich ein bisschen anders, hat noch ein paar andere zusätzliche Funktionen. Ich greife mal als Beispiel Tastypins raus. Tastypins fügt deinem Beitrag zum Beispiel eine Box hinzu, wo du einfach den Pin hochladen kannst und damit dann ein eigenes Pin-Bild festgelegt hast. Und du kannst auch einfach Bilder vom Pinnen ausschließen, also Bilder, die auf gar keinen Fall angezeigt werden sollen, wenn jemand was pinnen möchte. Und du kannst auch eine separate Pin-Beschreibung einsetzen. Und eine ganz wichtige Info ist aber zu den Plugins, nur Sharif ist 100% DSGVO-konform. Und es gibt eine sehr aktuelle Liste mit mehr als 300 WordPress-Plugins und die sind alle darauf geprüft, ob sie DSGVO-konform sind. Und da steht auch drin, was zu tun ist, wenn du eines der anderen beiden Plugins nutzt oder nutzen möchtest, um sie DSGVO-konform zu machen.
Und den Link findest du auch in den Shownotes. Da kannst du auch allgemein mal durchschauen, wenn du noch andere Plugins nutzt, ob die DSGVO-konform sind. So, und jetzt noch die dritte Möglichkeit. Bild hinter dem Bild. Pinterest selbst hat nämlich auch einen Code zur Verfügung gestellt, um versteckte Bilder zu integrieren. Und mit diesem Code kannst du hinter jedes Bild ein anderes Bild legen. Und das erscheint nur, wenn dein Pin-It-Button gedrückt wird, den du ja vorher installiert hast, oder über die Browser-Extensions des Nutzers, wenn darüber gepinnt wird. Dann erscheint dieses Bild hinter dem Bild. Und für diese Variante musst du aber wieder in den HTML-Code rein und den HTML-Code deines Bildes um den Codeschnipsel von Pinterest erweitern. Und diesen Codeschnipsel, den packe ich dir auch wieder in die Shownotes. Und der Codeschnipsel teilt Pinterest mit, dass das Bild zum Pinnen angezeigt werden soll. Und es teilt auch mit, dass die Data Pin Description angezeigt werden soll, also sozusagen der Text für die Pin-Beschreibung. Und dazu werde ich dir auch nochmal ein Beispiel dann in die Shownotes reinsetzen. So, das waren auch schon die drei Varianten, wie du Bilder auf deinem Blog verstecken kannst, die für Pinterest optimiert sind, ohne dass sie dein Blogdesign zerschießen. Also ein kleiner Kurs zum Verstecken von Pins, um mehr Sichtbarkeit auf Pinterest zu bekommen. Probier es direkt mal aus und hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und happy pinning! Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt einen Termin aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.